Hallo und Hey, willkommen bin zurück zu mitgefallen. einer weiteren Folge Dead Rising 3. Ja, wir wollen jetzt auch mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich schaue mal eben kurz nach. Wir haben drei Nebenmissionen. Die eine findet dort hinten statt, die andere dort und die nächste hier direkt auf der Autobahn. Ich würde vorschlagen, wir machen natürlich auch ein paar Nebenmissionen. So viel steht fest. Wir haben ja, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, dass wir das Spiel schaffen. 4 Tage, 22 Stunden. Sollte hoffentlich reichen. Ich weiß auch nicht, ob das über die 7 Missionen hinausgeht. Also die 7 Hauptplots. Und dann nehmen wir doch mal diese hier gleich in Angriff. Welche ist denn das? Die ist es nicht. Mit Vollgas aus der Stadt. Gut. Dann wollen wir mal schauen. Können wir sie einfach hier lassen? Nee, können wir nicht. Die folgt uns bis in den Tod. Aber was das Schäfer, betrifft, gleich geht eine Bombe nein, hoch. hier, Beeil sie dich soll was doch! essen. Du bist in Ordnung. Ja, wir beeilen uns ja. Kurz gucken, ob wir uns noch was Brauchbares bauen können. Polizeihose. Das ich geht. weiß, du willst es nicht tun, Schatz. Aber wir haben keine Wahl. Finde sie. Okay. Ne? Also so wie wir feststellen konnten, scheinen wir irgendwie mit Rhonda liiert zu sein. Das ist auf jeden Fall eine interessante Information. Dort haben wir einen Motor. Rollbrett. Aber wir haben hier sonst nichts an Bauplänen. Das macht aber auch nichts. Was finden wir denn hier? Auch nichts Interessantes, so wie es aussieht. Wir könnten auch noch mal eben was essen. Nehmen wir auch mal das Essen hier, genau. Handschuhe wieder nehmen, weil die sind ja fast hin. Sag ihr, es ist ein Date. Und dann laufen wir mal los. Bauarbeiter. So, mal eben kurz schauen. Links. Und, nee, wir gehen geradeaus, dann links, dann nochmal links. Schräg links. Ja, schauen wir. Geradeaus. Feuerwerkskörper. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ganz ruhig, Brauner. Links. Noch ein Anruf. Hey Kumpel, ein Typ untersucht ist da die Villa. Sunset. Oh. Sieht aus, Na! als ob er dringend irgendetwas. So. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt gehen wir wieder zurück, oder was? Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Da wollen wir lang. Slap. Kriege einen schönen Bitch-Slap. So, steig ein. Oh, bist schon drin. Super. Schweine! Die haben keine Fahrkarte. Nein, nicht hochgehen, nicht unter den Wagen. Oh, kommen wir da durch? Hä, warum? Da ploppt einfach mal so eine Barriere hin? Ernsthaft? Gut, dann steigen wir halt wieder aus. Weg da! Ihr Pfosten. Gehen wir mal eben hier rein. Bisschen Mucke. Ja, das ist auch mal was Schönes, ne? Und dann können wir hier lang. So. Kommen wir der Autobahn so näher? Ja, doch. Villa untersuchen machen wir später. So wie das aussieht, sind da entsprechende Anzeigen, wie lange diese Missionen noch verfügbar sind. Stellt sich natürlich die Frage, ob wir nicht doch lieber erstmal die andere nehmen sollten. Dann gehen wir erstmal dorthin. Naja, gehen, ne? Komm schon! Oh! Das habe ich zu spät gecheckt, dass das kein Zombie ist.
Okay, die Waffe ist hinüber. Hier lang weiter. Dort haben wir einen kleinen Bulli. Ja, ich warte ja. Komm. Steig ein. Steig ein. Ich bin keine Zielscheibe. Steigst du jetzt ein? So. Weg. Keine Zeit. Oh. Zwar nicht sonderlich klug, aber ist egal. So, jetzt müssen wir wieder nach North Angleton. Mann, Mann, Mann. Hört auf, euch hier festzuhalten. Weil festhalten, der liegt ja oben drauf. Ja, weiter, weiter. Na! Gut, jetzt sind wir schon mal hier. Müssen wir gleich links abbiegen und da hinten auf die Autobahn, damit wir dort rüberkommen. Weil da hinten kommt. Ich glaube, hier kommen wir nicht runter. Und ich würde jetzt hier links fahren wollen und dann hier auf die Autobahn. Probieren wir es doch mal. Ach, Mist. Ich habe die Sperre vergessen. Ich würde ganz gerne nochmal wieder Fahrzeuge kombinieren. Ich weiß bloß nicht mehr, was für Fahrzeuge das am Anfang gewesen sind, die wir kombiniert haben. Um so ein Panzerteil zu bekommen. So, hier lang. Dort hätten wir wahrscheinlich auch lang gekonnt. Macht aber nichts. Ups. Schön heile bleiben. Wir brauchen dich noch. Finger weg! Ja, ja. Wir kommen schon durch. Wir kommen schon durch. Was müssen wir denn miteinander kombinieren? Ach, klar. Schauen wir mal. Fahrzeugbaupläne. Einen Schrottwagen brauchen wir nicht. Geschütz. Dazu brauchen wir eine Dampfwalze und eine Limousine. Motorrad und Dampfwalze. Da haben wir eine Dampfwalze. So, Dampfwalze haben wir. Einmal drauf. Reicht das als Limousine? So, na, spring da doch hoch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee. Jetzt müssen wir noch eine Limousine hierher fahren. Die brennt. Das da hinten brennt nicht. Ist das noch funktionsfähig? Nee, sieht nicht so aus. Das auch nicht. Nee, fehlt ein Reifen. Scheiße. Scheiße, Scheiße! Limousine. Limousine. Alter Schwede! Eine Limousine. Hier stehen doch dauernd irgendwo Autos rum. Irgendeins muss doch mal funktionieren. Giltst du als Limousine, obwohl du ein Kombi bist? Ich glaube, die Antwort erübrigt sich durch meine Frage. Aber ist egal, wir probieren es nochmal aus. Ja, steig ein oder lass es bleiben. Runter vom Auto! So, geht das jetzt?
Kombi nicht möglich. Ah, Mann. So, jetzt aber. Okay, damit ist keine Kombination möglich. Das ist natürlich los, doof. Los. Lass mich in Ruhe. Irgendwo hier im Hinterhof eine. Nö. So, rüber. Giltst du als Limousine? Hilf mir, Mann! Das war mehr als. Steig ein! Steig ein! Lauf da doch nicht gegen! Hallo, einsteigen, genau. Tja, den haben wir wohl abgefahren. Nein, nein. Oh, wie doof. Die will ich wieder haben. Oh, gilt nicht als Limousine. Ernsthaft? Gut, dann komm, steig hier ein. Dann fahren wir so nochmal wieder hoch. Oh, Scheiße! Werde die Zombies los! Tja, würde ich ja gerne. Hinten als Limousine, die Kleinwagen oder was? Oh, ist hier jetzt eine Limousine, oder? Willst du etwa mal einschießen? Steig ein! Steig ein! Hey, Taxi! Juhu! So. Oh, durchs Fenster. So, jetzt aber. Hier näher ran. Och, das gilt auch nicht. So, jetzt reicht's mir aber auch. Geh weg. Steig ein. Lasst los! So. Werde die Zombies los! Das Taxi ist auf jeden Fall, wow, ziemlich schnell. Wirklich ziemlich, ziemlich schnell. So, wo wollen wir jetzt hin? Wir wollen über die Brücke rüber. Weg von meinem Wagen! Ja. Sie haben keine Fahrkarte! Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis das Taxi aufgibt. Aber bisher ist es in Ordnung. So, hier einfach weiter. Noch läuft's. Gut, 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 gut. Dort ist Hank. Halt aus, Baby. Daddy bringt alles in Ordnung. Ah, halt noch ein bisschen durch, Auto. Jetzt müssen wir hier links hoch, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Mal kurz schauen. Jo. Dann können wir hier links auf. So, Zombies in der Nähe von Alec. Wo ist denn Alec? Ist der da drinne? Wo ist denn Alec? Keine Ahnung.
Boah! So viel los. So, hier lang. Hoch. Wollen wir da rein? Jo. Gehen wir hier mal hoch. Ist er unter uns? Le Restaurant. Wo ist er denn? Hier nochmal hin. Dort rein. Ach, sieh mal einen an. Was machst du denn hier drin? Du wirst noch erfrieren. Glaubst du, das weiß ich nicht? Halt's Maul, ich hatte Schiss. Was sollte ich tun? Hey, ich weiß, das ist schlimm, aber versuch erstmal dich zu beruhigen und dann... Beruhigen? Was faselst du da? Wir werden alle draufgehen. Oh Gott, ich will nicht sterben. Ich mochte Bassjumping, okay? Glaubst du das? Ich mochte den Rausch. Aber jetzt ist mir das zu viel. Hör mal, sterben wirst du hier drin auch. Wer Bassjumping macht, hat doch wohl genug Mut, sich dem zu stellen, was da draußen ist. Womit? Bloßen Händen? Ich habe Pläne für so eine Art irre Kombiwaffe gefunden, aber ich kann nicht klar denken. Ich pack's nicht. Moment. Pläne? Für eine Art Kombiwaffe? Hör zu, vielleicht kann ich dir helfen, wenn du mir diese Pläne zeigst. Echt? Würdest du? Ich brauche ein Fleischerbein und eine Motorsäge. Damit könnte ich mich da draußen verteidigen. Okay, Motorsäge und Fleischerbein. Boah. Lass mich durch. Fleischerbein macht natürlich Sinn, könnte in der Küche sein. Erstmal eben die Waffe wechseln. Ja, wie wir es uns gedacht haben. Oh. So. Den Block brauchen wir nicht. Wo ist der bessere Block da? Haben wir eigentlich nicht. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo eine Kettensäge finden. Ohne vielleicht. Oh Mann! Ja! Gehen wir mal hier hoch. Nee. Dort nicht. Ah, da hinten ist ein Bauplan. Motor. Was haben wir denn da? Mini-Motorrad. Also Mini-Motorrad plus Motorrad. Ne, Motorrad plus Sportmotorrad. Okay. Oh, das sieht auch toll aus mit dem Zombie im Hintergrund. Ah, lass mich doch in Ruhe. Hier, hau dich mit dem Messerblock. Schöner Motorradshop hier. Aber viel Auswahl hat er nicht gerade. So, und jetzt haben wir uns ein Mini-Motorrad gebaut. Alter, wir haben zwei Motorräder genommen und daraus ein Dreirad gemacht. Kettensäge wäre jetzt nicht schlecht. So, das ist eine Limousine, oder? Ja. Jetzt weiß ich, was eine Limousine ist. Gut. Scheiße. Ich brauche mein Team! Sofort! So, wir gehen mal eben hier rein. Da ist eine... Schade, sah aus wie eine Werkstatt, ist nur ein Hinterhof. Wie wär's, wenn wir jetzt hier noch eine Motorsäge finden?
Ja, gefühlt haben wir sowieso wenig Motorsägen gefunden. Seltsam. Gefälligst. Ich brauche eine Motorsäge. Ich habe keine Zeit zum Beschützen. Hier sind Sportwagen. Nicht jetzt! Na? Da ist er wieder. Der Hühnererschrecker. Motorsäge. Oh, Bauplan. Partyklatscher. Ich will doch nur eine Motorsäge. Ist hier nirgendwo eine Baustelle, sodass man irgendwie eine Motorsäge finden könnte? Auch keine hinter, da oben kommen wir nicht rüber. Oh, so zum Schreien, Leute. Na. Motorsäge, bitte. Liegen Schrotflinten und alles, ne? Aber eine Motorsäge. Lauf, verdammt! Das sieht ein bisschen eng aus. Oh je. Wo finden wir eine Motorsäge? Hier ist eine Baustelle. Hier sind Schaufeln. Scheiße. Brauchen wir bestimmt für irgendwas eine Motorsäge, eine Kettensäge halt. Oh, ein Hexer. Leute. Wirklich? Nirgends? Spritzpistole. Ja, Das ist wirklich seltsam. Mann, 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 Mann. Ist hier nicht irgendwo ein Baumarkt oder sowas? Das hier ist eine Rocker-Villa, so wie es aussieht. Würde ich mal als solches bezeichnen. Hier unten? Nö. Und hier rüber. Wird nicht mehr lange dauern, dann stirbt uns Anna weg, wenn wir sie nicht langsam mal wieder ein bisschen füttern. Utility. Oh Mist! Mach dich bereit! So. Hier aber jetzt mal, oder? Ist das denn wahr? Hier muss doch irgendwo eine Kettensäge sein. Tragisches Ereignis hat sich ja abgespielt. Noch ein Stückchen tiefer.
Dafür haben wir auf jeden Fall ein Breitschwert. Das ist schon mal ein bisschen besser als das, was wir vorher hatten. Okay, da unten gibt es einen Bauplan, aber... Oh, Mist! Mann, pass auf! Sehr eigentlich. Oh. Hier. Na. Komm. Okay, schön. Nein! Gib mir bloß das Schwert wieder. Nein! Ah, wie doof! Wie doof! Das wollten wir doch gar nicht. Oh Mann! So, greift doch das Richtige. Und Gegenstand geben. Nein, das Bleirohr wollen wir nicht. Wir wollen das Breitschwert haben. So. Gehen wir da mal runter wegen dem Bauplan. So, Bauplan für den Einkaufswagen. Und eine Frank West Statue. Toll, jetzt haben wir Punkte nicht mehr bekommen, weil sie den kalt gemacht hat. Ich bin keine Zielscheibe. Na, wo sind wir jetzt? Ich weiß nicht, wo wir hier sind, aber es sieht irgendwie nach U-Bahn-Treppen aus. Ja, würde ich unterstreichen. Hä? Warum hat denn das... Warum hat denn der das Schwert gerade weggeworfen? Ich habe nichts gedrückt, oder? Seltsam. Ja. Motorsäge. Eine Motorsäge hätte ich gerne. Ich finde so Frank West Statuen und sowas, aber Motorsäge bisher nicht. Das war irgendwie doof. Besen, eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Ja, yeah, mexikanischer Wrestler. Nee. Aber wir können die Maske aufsetzen. Jetzt sind wir der maskierte Schlitzer. Na, lassen wir. Seltsam. Seltsam, seltsam. Tja, die Kettensäge ist wohl so einfach nicht zu finden. Uah, genau, renne in der Ecke. Puh. Da kommen wir nicht rein. Wir haben Besuch. Gehen wir da vorne mal wieder hoch. Von rechts müssen wir gekommen sein. So, hier lang. Genau. Dort rein. Und einfach nochmal wieder durch die Kanalisation rennen. So, schön weiter. Damit wir auch nicht zu weit weg sind von dem Ort, wo wir das Fleischerbeil und die Motorsäge brauchen. Ist da vielleicht was drin? Ah, willst du etwa auf eine Künstlerin schießen? Ha? Ha? Ja, Anna, wir haben dich getroffen, genau. Das habe ich auch soeben mitbekommen gehabt. Dort haben wir wieder Polizeihose. Ein Sunny-Outfit. Das sieht nicht gut aus. Nee. Bisher habe ich noch nichts gefunden, wo ich sage, so, boah, das ist echt cool. Das würde ich ganz gerne anbehalten. Was
Irgendwas explodiert hier gleich. Wodurch auch immer das passiert ist. Naja, wie dem auch sei. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao!